Paul? Ja. Was machen wir denn jetzt? Na, wir machen jetzt erstmal eine richtig schöne Feierabendtour. Wir werden einfach mal kicken, dass wir einen schönen Zander verhaften. Richtig schön? Ja, na, ja, schauen wir mal. Also, auf jeden Fall Ziel ist es. Ja, sehr gut. Ja, war Bock. Danke, und du? Hi. Auf jeden Fall, wir wollen einen großen Zander fangen und überlegen jetzt, wie wir das machen. Also, erstmal steht an, pelagische Angeln und wie? Wie machen wir das, dass jeder mal fährt? Das ist eigentlich unsere Idee, Paul. Und jetzt gucken wir natürlich, da geht's ja schon los. Wer fängt an? Ja, fängt man zuerst an oder guckt man erst, wie der andere angelt? Ist ja die Chance dann halt, dass man den Fisch schon verangelt hat einmal in der Runde. Also gibt es so ein paar Sachen, aber es wird auf jeden Fall lustig. Yeah, baby. Ich freue mich schon und ich hoffe, wir haben hier einen großen Zander dabei. Ja. Ich hoffe, Sie haben es ja schon gezeigt, wie es geht vom letzten Mal, wa? Ja, ja, das ist bei den, nee, wir waren ja schon mal. Wir haben am 1. Juni angefangen mit Zanderangeln und Upsi konnte das mit seiner Freundin verfolgen aus der Türkei. Schöne Grüße und wollte fast den Urlaub abbrechen. Wollte mal früher nach Hause auf jeden Fall. Na dann, fahren wir los, oder? Na klar, abfahren. Handgas zweimal rum und gibt Kanone, ne? Ich kann alles pumpen. Er brummt. Sound of Happiness, ne? Auf jeden Fall, ey. Damit hetzen wir jetzt los. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt auf diese pelagische Angeln, dass jeder mal dran ist. Also Alex, du ja auch. Jetzt wollen wir versuchen. Ich bin gespannt. Ja, also das ist ja für dich auch mal, du bist ja auch mal so heiß, wenn man eingespannt ist, man möchte so einfach mal den Abend genießen. Und jetzt versuchen wir wirklich mal hier in dem See auf den Zander. Letzte Woche hat es geklappt, also groß muss er sein. Größer als von dem Bein. Ja? Und Hebels, und zwar ist es der. Den nehmen wir beim letzten Mal auch. Hier kann man schon mal sehen, der Drilling ist relativ klein. Also viele vergrößern den auch und da setzen noch einen zweiten ran. Wie hat mal jemand gesagt, lieber ein bisschen größer? Ja, wir lassen den jetzt, das ist auch original. Hat letztes Mal funktioniert. Wir wollen den Fisch ja auch wieder releasen. Also von daher bauen wir. Und der, guck mal, wie schön weich der ist. Der faltet sich den komplett ein. So, ja. So, ich habe hier mal ein kleines Spiel vorbereitet. Okay. Und zwar wird jetzt ausgelost, wer hier als Erster überhaupt dran ist. Ah, da geht erstmal der Hase los. Ja, okay. Jeder darf, so, jeder darf ein Stückchen ziehen? Jeder darf ein Stückchen ziehen. Okay. Ihr dürft anfangen. Hübschen. Jupp. Frankie, der Kürzeste, der darf anfangen. Nee, der Längste. Der Längste. Scheiße, ich hab gedacht, der Kürzeste. Ist ja schon wieder hier Schikane. Oh. Oh! Oh. Zeig doch mal her hier. Also, Alex ist Erster, Obsti ist Zweiter, Icke Dritter und Frankie Vierter. Ich würde sagen, maximal 30 Minuten. Genau. Und wenn Fisch ist. Genau. Wann geht's los? Maximal. Anfahren und dann ins Wechsel. Den anfahren, wenn du nicht kriegst, dann kriegst du nicht. Oder? Ich mach Leute. 30 Minuten, Timer ist eingestellt. Meine Zeit läuft ab jetzt. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe die ganzen Videos und Fotos von Paul immer gesehen. Und von Frankie und dem Rest. Ich habe gesagt, ich will unbedingt mal mitkommen. Und nicht nur hinter der Kamera stehen. Heute ist es soweit. Ja. Ja. Und dann bist du auch noch der Glückliche. Und der darf gleich anfangen. Das ist Karma. Also eigentlich müssen wir dahin, wo die Echolote des armen Mannes sind. Ist das nächste Level eigentlich schon freigespielt? Oder? Machen wir das jetzt. Ich spiele jetzt das nächste Level frei. Wahnsinn. Direkt runterlassen. Oh, der ist weg. Warte mal. Der ist nach vorne. Der schwimmt gerade weg. Das ist ein richtig dicker Zander. Kick mal. Gut, den bläst du nach oben. Stopp. Und rin. Stopp. Wo ist denn mein Köder? Da ist dein Köder. Wo? Da. Warte mal, der ist jetzt...
Riese. Richtig großer. Boah, guck mal, der schwimmt wie eine Sau. Der kommt gerade hoch, oder? Ja, der ist an der Köder. Der ist an der Köder. Wackeln, wackeln. Ganz schnell wackeln. Hier ist er raus. Alter, was ist das Band? Warte mal, der schwimmt. Mach mal Route hoch nochmal. Ja. Alter, Junge. So, Alex. Über dem bist du wackeln. Ja, dann nimmst du dich, Alex. Warte mal, der schwimmt schon wieder weg. Ich bin auf jeden Fall ordentlich aufgeregt. Da ist er. Runter oder? Nee. Paul gibt Ansage. Der ist 3 Meter. Mach ich. Der ist 3 Meter weg, der Fisch. Der schwamm. Auf dem 2. ist er noch zu sehen. Mhm. Riesenfisch. 80 plus. Ist das spannend, ey. Vor allem, aber nicht so wirklich planen, was ich hier machen muss. Paul hat mich zwar gut eingewiesen, aber wenn es dann soweit ist, dann ist dann doch immer die Aufregung wieder da. Und dann. Aber das wird schon. Aber man vergisst komplett ringsherum, was passiert. Man muss auch ab und zu immer zwingen, um mal zu gucken, wo man so ist. Lass mal runter. Stopp. Hat er gesehen. Was unterm Fisch, da darfst du noch. Ich seh den Köder immer so schlecht. Ach, ja, du musst immer links, rechts gucken. Ach, scheiße, ich hab nur darauf geachtet. Da hast du gerade den Fisch überzügt gesehen. Ah, Mist. Ja, der hat reagiert. Der hat anderen Köder jetzt, wenn man nochmal Wider finden. Nur Schluss für den Kescherboy bis jetzt. Alte Chance, aber ich hab mich einfach zu dämlich angestellt. Was war das? Ja, das war ein Amokarpfen gewesen. Ja, die sind hier. Das ist halt so, wenn man das noch nie gemacht hat, war das die Aufregung einfach so groß. So, aber es war echt ein großer Fisch anscheinend. Der hat auch reagiert, aber dann war ich unterm Fisch, wie Paul meinte, und dann war vorbei. Naja. Also 90 plus könnt ihr ja gehabt haben, laut Scope so. You live and you learn, ne? War schon Wahnsinn, das Ding. Ja. Na, mal gucken. So, die letzten 40 Sekunden laufen. Meine Zeit ist gleich um. So schnell ist eine halbe Stunde um. Dann ist Obsi dran. Der zeigt mir nochmal, wie es geht, hoffentlich. Mal auf Arbeit die Zeit so schnell vorbeigehen würde, wie beim Angeln. Das war ein Wort des Felsenmeisters. Ich hab nichts gesagt, Frank. Das war so. Tja, das war's. Gut, Upsi, du bist dran. Wage es nicht. Schon wieder aufgeregt, wenn der Löwe gleich rinkommt. Soll ich mal die Kesche abnehmen? Ja. Das ist hier Arbeitsteil. Ja. Herr Kraus. Grüße. Nee, an Bord. Ich würde jetzt ran. Kannst du gleich erstmal ablassen gleich. Hat einer einen Timer gestellt? Achso. Ein schöner Schluss. Oh, ist doch schon vorbei. Wechsel. Ja, Wechsel. Ja. Timer läuft. Ungefähr 20 Minuten hat er noch. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir nochmal einen risky Move machen und eine Runde weiterfahren, weil hier ist wenig los heute im Freiwasser. Muss Obst hier anscheinend, das ist seine Zeit. High risk move, los. Ja, und das zweimal rum und los, ne? Ab geht's. Kanone. Nehmen wir da auch gerne. Von der Form her. Alter, das ist richtig schön hoch. Los, Wander. Probieren. Bonuspunkt. Das war ein Jave, Alter. Lass mal nach. Oh, ja, das ist nicht hier was an. Da. Das sieht auch voll schön aus. Da, der reagiert. Warte mal, ich mach den Motor aus.
mit Motor aus. Sag ich doch, Alter. Alter. Mit Motor aus und der hat gebissen, Alter. Ich hab's euch gesagt, Alter. Komm, wirf die Bremse auf den Baller. Ah, geil, Alter. Schön auf der Drohne. Ey, ich hab mir gleich gesagt, Motor aus und dann beißen die Dinger, Alter. Ich setz hier ein bisschen Fungo. Ups, hier hat erstmal Programm jetzt. Der ist 1,20 Meter, 30 Meter locker gewesen. Was ist da drin? Ups, hier, was ist los? Tanzt du ein bisschen für uns, oder? Alter, haut der das Ding rum. Ups, hier musst du da rum. Gleich mal sehen. So hat jeder seine Taktik. Ups, die dreht ihn verschwindlich. Der zieht uns hier rum. Ich weiß nicht, wer wen schwindlig dreht hier. Oh. Upsi ist trainiert. Upsi geht pumpen. Junge, der haut die Evergreen-Pumpen. Grüße an Kai, ja. Produktion. Ja, die Routen halten. Wenn eigentlich die Kosten. Achso, du bist doch auf die Kosten laufen. Boah, sie können doch nichts mehr so. Ja. Dann würde ich auch mal Tauben sehen, den schönen Wanderfoto. Was ist mit den Kescher? Guck mal, letztes Mal alle beschrieben. Ja, den muss man wahrscheinlich so nehmen. Dann muss man irgendwie Butter. So, jemand. So ein bisschen. Kommt da. Eingenetzte Ding, Junge, geil. Petri, Alter. Pelagischen Wald. Super. Geil. Na, wenn da wir keinen Zander drin fahren. Aber am Fisch vorbei. Ja? Sie. Was ist denn da gerade passiert, Mensch? Paul und ich, also wir haben keine Zander gefunden, also haben wir uns eine kleine Nacktschnecke rausgesucht. So soll das sein. Fisch ist Fisch, wa? Eieieiei. Schön. Aber Paul macht den Motor aus und ja, bäm, und Fisch weiß, das ist bei Wels, müsst ihr aufpassen, die sind so was von scheu, von den Motorgeräuschen und so was. Ich habe den Fisch angefahren, danach den Motor ausgemacht, der hat ihn angefischt, hat gleich reagiert. Sonst hauen die Dinger ab. Ah. Schöner Fisch. Petri, Alter. Ein bisschen Rumschleim. Schön. Ja, voll. Schönes Ding. Schöne Nacktschnecke. Ist er. Upsi, und jetzt? Wie fühlst du dich? Na, eigentlich bräuchte ich jetzt noch einen für den linken Arm. Aber gut. 10 Minuten laufen jetzt. Jetzt ist Paulus Zeit, ja? Ja. Und gerade nach dem Waller muss man immer schauen, alles in Ordnung mit dem Wirbeln. Deshalb bin ich beim Pelagik, ist es ja eigentlich, braucht man das nicht. Also ich bin eigentlich ein Fan, dass ich hier direkt knote wie hier. Finde ich eigentlich interessanter. So hast du mal schnell einen Bruch oder hier die Klemmhülse. Kann alles passieren. Ist mir auch schon mal passiert und da, wo es eigentlich nicht passieren darf. Apollo, das ist ja da selber. So, und das sind dann immer die ganz Großen, wie man ja als Angler weiß. Die, ja, klar, die ganz, nicht ganz bringt, Großen. Das sind immer die Größten. Genau, genau. Hier ist ein Bild. Guck mal, da ist er. Reagiert doch sofort. Raus. Jetzt kommt er. So, er kommt. Was ist denn los? Der dreht sich. Hier ist andersrum. Ja. Der große Zettispring immer aufgeregt, ey. Da ist er. Der ist am Köder. Kann ihr sehen? Mit Kamera. Da, der ist hinterher. Da sieht man. Boah, der kommt richtig mit hoch.
Der will nicht richtig. Der hat zu lange gebraucht. So, erster Köder lief nicht? Nee, erster Köder lief nicht. Jetzt muss ich gucken, ob ich den Fisch nochmal wiederfinde. Der war ja schon aktiv gewesen. Und dann probieren wir nochmal anzufischen. Boah, bin ich aufgeregt. Ist aber okay. Also, das ist wirklich Spannung pur. Besser als zu Hause vom Fernseher oder wenn man am Sepp ist, am Telefon oder im Büro. Ja, definitiv. Ist das ein schöner Ausgleich? Und gerade in der Gruppe macht es auch Spaß, oder? Ja, das ist ja so, dass es zusammen auch Spaß macht. Ja. Die Zeit ist rum, Paul. Der nächste ist dran. Ja. Ich würde nur sagen, dass es klar ist, dass Paul 2 Minuten dran ist und sich einen Zander rinnt. Ja. So, jetzt dreht er sich nochmal. Der ist übelst am Rauben und da geht aus. Ja, wenn ich den vor der Nase präsentiert kriege, beißt der sofort. Der ist übelst in die Angel. Aber der ist so flach. Wahrscheinlich nicht. Da ist er. Der schwimmt immer raus. Der schwimmt da hier nach links. Kleine Bar, also entweder große Barsche oder kleine Zander wieder drin rum. Interessant. Wir haben gerade einen Butterfisch hinterher gejagt. Man lernt ja auch ungemein über die Fische, wenn man so live hat. Man lernt die ganz anders kennen, definitiv. Das ist echt so. Die, also so wie man sich immer gedacht hat, dass die Zander irgendwie zickig am Grund liegen, das ist genau das Gegenteil. Gerade im Sommer fegen die komplett durchs Freiwasser, gerade wenn sie hungrig sind. Und wie man sieht, ist es auch gar nicht so einfach, die anzufahren. Also wenn jemand sagt, ja, pelagisch angeln kann jeder. Würde ich jetzt nach den letzten 2 Stunden einfach glatt mal widersprechen. Ja, ihr hört auf jeden Fall Übung dazu. Die Zeit läuft ja, es wird immer interessanter, die goldene Stunde kommt und ja, ist schon mal cool, oder? Das mal zu sehen. Also ich bin ja eigentlich auch mal der Wert, muss man ja sagen. Und jetzt, ich will nachher auch mal selber fahren und mal probieren und diese Spannung, wenn der Fisch über den hat und der kommt nach und diese Kühe mit dem Einschlag. Ja, wir sind auf jeden Fall bei. Ich bin noch ein bisschen entspannt, weil so viele Zander wohnen hier noch nicht. Oh, da ist er. Da ist er schon wieder. Ja, Marmorkarpfen. Also ist aber geil zu sehen, oder? Das ist so ein bisschen wie im. Das ist so ein bisschen wie in, ja, ins Feuer gucken. Weißt du? Das ist ja auch, zieht ja auch so an, wo man einfach mal schaut und kann da mal reingucken. Das ist das. Das ist ein Marmorkarpfen und da hinten war ein Zander. Ja. Den lass mal in Ruhe. Ich hätte gedacht, so am Ufer, so im Schilf, würde ich jetzt sagen, Paul. Kannst du mal probieren. Ich werde mal den Schilfgürtel abgeraten. Frankie ist dran. Ja, jetzt, so, mal jetzt bitte, ist Frankie. Bitte mal ein kleiner Wechsel. Frankie, möchte ich die Dinger selber rinfahren? Bitte erstmal Dankeschön, Leute. Hätte doch nicht sein müssen, aber die Zeit ist jetzt richtig. 30 Minuten laufen jetzt. Jetzt sieht's los. Ja. Ja. Da ist er direkt runter, halt an. Vorwärts. Vorwärts, Jan, vorwärts, Jan. Macht er das gut? Hier? Ich kann jetzt nicht so laut reden, mein Chef. Die Stille zum Spulen, ne? So ruhig, Leute, ich will nicht hören. Ja. Nee, üb mal. Das ist mir ein schlechtes Gewissen, ne? Ich hatte schon 3 Fische oder mehr. Ja, mindestens. Verbindung mit meinem Fahrer. Sieht's aus. Mein Dräber. Der Dräber. Der kann das, ne? Das schon 2-3 Mal geübt. Übung macht den Meister, Leute. Ja, na klar, man und, muss ja irgendwann anfangen. Ne? Also ich war wirklich schon oft bei und sitze immer daneben und ich mache das eigentlich am Steuer relativ selten.
muss ich sagen. Und das will ich heute mal nutzen und mal üben. Und ja, die Jungs hatten ja auch noch nichts. Also viel verkehrt machen kann ich ja nicht oder viel schlechter machen. Also außer ein Waller. Ja, ein Waller. Nee. Das war eigentlich der 1,20 Meter Zander, der sich dann als Waller entpuppt hat. So. Also wenn man so will, wir haben jeder ungefähr 2 bis 3 Zander in der halben Stunde gekriegt anzufischen. Ne? Die haben aber alle heute so scheiße reagiert, die sind einfach nicht vernünftig drauf. Da müssen wir einfach hoffen, dass jetzt irgendwie die nächste Zeit nochmal eine Fressphase kommt, dass wir einen rausgepult kriegen. Ja. Grüße ihn raus, an Röhren. Ja, grüße ihn raus, verrat nix. Ja, eine komplett andere Angelei muss man auch mögen. Ist auf jeden Fall auch anstrengend, muss man sagen. Ja, also man hat den Köder ja selten im Wasser, bei der Pelagik. Aber man muss es beherrschen. Das ist auch so ein Thema. Wird ja im Moment viel gefragt. Aber ich finde, pelagisch angeln, man muss das heutzutage beherrschen. Wenn man jetzt 8 Stunden Zeit hätte, fängt das wahrscheinlich auch gezielt mehr Fisch. Für eine Stunde jetzt in manchen Wettbewerben ist es wieder anders. Aber ich denke mal, man muss sich damit auf jeden Fall beschäftigen. Als wenn man jetzt so ein Hardcore-Angler ist, der das ernst nimmt. Also. Rückwärtsjagd, da ist er doch klein. Rückwärts. Da kommt er rein. Alter. Alter, sind wir schon runter. Das ist ein richtiger Löwe. Noch einer. 4 Zander hintereinander. Links. Das habe ich noch nicht gesehen. War noch wegen Zander gewesen. Nochmal rückwärtsjagd und wieder einlenken. Das Boot dreht sich schon komplett anders nochmal einlenken. Ist nix. Was sind das? Schon hat er nicht mal gesehen gehabt. Nee. Kannst du schon wieder zurückfahren, Stopp. Stopp. Wieder Stoße. Da ist der drin. Gerade bleiben. So wollte ich sehen. Kommt noch, oder? Und wir sind bei. Was hier? Ja. Frankie, du hast noch 17 Minuten und 50 Sekunden. 17 Minuten? Oh. Der Druck steigt, ne? Ja. Ja, bis jetzt steht es 1-0 für Upsi, aber so richtig 1-0 ist es ja auch nicht, weil es ja komplett am Zielfisch vorbei, sag ich mal. Ja, Nacktschnecken kann er halt, ne? Ja, bei den Nacktschnecken ist er ran. Ja, so, Obst. Konzentration, Leute. Konzentration. Da kommt der Zettierin. Kommt darin, da kommt darin. Gleich runterlassen. Jetzt. Bisschen vorfahren. Weiter. Oh, gerade wieder, gerade. Da ist er. Kannst du anschmeißen. Der ist richtig flach. Steht da perfekt. Und am Kopf ist ein bisschen hoch, nicht wackeln. Alter, das ist ein Riesenfisch. Ein bisschen zurück. Oh, der hat ihn schon wahrgenommen. Frankie, jetzt ist deine Chance. Der hat ihn im Visier. Oh, jetzt kommt er hoch. Oh, die sind heute nicht im Griff. Der kommt nochmal. Nee, der holt schon mal. Minuten 30 noch. 7 Minuten 30. Eben hat man einen richtig geilen angefischt. Oder? Hat schon geklappt. Hat reagiert, aber leider hat nicht gebissen. Wieder weg. Und die sind heute nicht so, wie es immer so ist. Ist jeder Tag anders. Man denkt, man hat es raus. Schöner Fisch. Jungs, welche, was macht ihr denn? Soll ich hier 1000 Boxen in bestimmten rausholen? Das sind alles nur Pelagic-Chats. Ja. Also, ja. Zum Anwerfen halt auch ein bisschen. 3, 2, 1 und. Ende. Time is over. Das ist so eine Spannung hier. Jetzt bin ich erstmal, also das ist Wahnsinn. Aber das müsst ihr unbedingt machen, Leute. Probiert euch das aus. Das ist so eine geile Angelei. Also spannend, wenn das klappt. Ein Fisch jetzt in 30 Minuten, der hinterher wollte, leider nicht gebissen hat. Das sieht man auch immer wieder, wie viele Fische eigentlich den Köder nicht nehmen und nur schaut. Ja. Und das richtige Anfahren, das ist alles eine Übungssache. Das sieht man ja selber. Ich bin nicht der Spezialist für Pelagikfischen, muss man so sagen. Aber ich will unbedingt üben und das noch besser beherrschen.
war wieder die Motivationsrunde hier zum Abend mal Zander angeln. Wir haben einen schönen Woller gefangen. Ja, ja. Immerhin, das war eine coole Nummer. Der macht Spaß. Wir wissen jetzt auch, dass man Ehrenrund auf dem Boot drehen kann. Mhm. Das war so die Erkenntnis. Und ja, auf jeden Fall ist es eine coole Sache. Paul, macht Spaß. Aber konntest du mir anders heute hier lieber listen können? Aber ich würde sagen, da ja, bauen wir drauf auf, oder? Da geht es auf jeden Fall weiter. Ja. Unser ja. Battle geht weiter. Ja. To be continued. So sieht's aus. Ja. Philly führt ein bisschen. Naja, Philly. Wir sind aber auf Zappen raus. Ja, hier. Aber knallt hier einen Meter nach dem anderen raus. Ich denke mal, Leute, wir machen jetzt noch ohne euch ein paar Stunden weiter. Ja. Vielleicht geht's auf Aal, pelagisch. Jesus, nicht. Also macht auf jeden Fall Spaß, oder? Klar, das ist eine geile Methode. Und was sollen Sie machen, wenn Ihnen das Video gefallen hat? Liken, kommentieren, abonnieren. B1 Yachts. Und teilen, das ist ganz wichtig. In die ganze weite Welt hinaus. Und dann setzen wir genau an der Stelle beim nächsten Mal an, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal ein paar 2 machen. Geht ja so nicht. Ja, mach weiter. Also bis dann. Reinhauen. Viel Spaß. Schönen Abend.